So Leute, wir kamen gerade aus der Shisha-Bar, müsst ihr euch mal geben. Ein halb verliertes Polizeiauto, ich blende euch das mal kurz ein. Digga, scheiße. Leute, was geht ab? Ich melde mich zur späten Stunde nochmal spontan hier aus meinem Auto. Ich hoffe, die Videoqualität ist jetzt nicht zu schlecht und so. Ich filme das Ganze mit meinem Handy. Aber ich wollte mal kurz etwas darstellen. Denn das kann ja einfach nicht sein, dass YouTube sein Upload-Algorithmus oder dieser Upload-Filter einfach nicht richtig funktioniert. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich lade irgendwelche Videos hoch, manche auch, wie soll ich sagen, da ist es nachvollziehbar, dass es gesperrt wurde. Ich habe jetzt ein Video zu Katja hochgeladen und es ist halt ein Thema, die ist halt nicht werbefreundlich, ja, wisst ihr, was ich meine? Okay, dann habe ich jetzt ein Video hochgeladen, da habe ich irgendwie ein bisschen was gequatscht, ich kann das kurz einblenden. Haben wir nur ein bisschen so über Instagram und so geredet. Digga, in diesem Video siehst du nur meine Fresse, nur ich, okay, kein fremder Content, ich sag keine Ausdrücke oder sonst irgendwas. Digga. Das Video ist nicht werbefreundlich. Ja, dann, du kannst ja bei YouTube eine Überprüfung anfordern, wenn das Video nicht werbefreundlich sein sollte. Gut, habe ich gemacht, habe es trotzdem hochgeladen, okay. Und nach ein paar Tagen, keine Ahnung, sehe ich die E-Mail, ja, ihr Video ist nicht werbefreundlich. Ich denke mir so, Digga, wie? Das ist einfach ein Video, wo man mich sieht, wo ich ein bisschen laber und es ist nicht werbefreundlich. Passt euch meine Brille nicht? Soll ich wieder Kontaktlinsen reinmachen? Oder Digga, was geht ab? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. YouTube spinnt gerade komplett, meiner Meinung nach. Aber Digga, davon lassen wir uns nicht aufhalten. Weiter kommen Videos, egal ob die werbefreundlich sind oder nicht. Es fuckt halt ab, wisst ihr, was ich meine? Da geht auch ein gewisser Umsatz verloren und so. Aber Leute, wir machen auf jeden Fall weiter. YouTube sollte sich auf jeden Fall eigentlich darum kümmern, dass da gescheite Upload-Filter eingesetzt werden. Oder wenn man es dann später prüfen lässt, da schaut sich das ja irgendjemand an, okay? Und dann sollte man wenigstens eine Begründung dazu schreiben, okay, was ist jetzt nicht werbefreundlich an dem Video? Passt denn irgendein Satz nicht oder wisst ihr, was ich meine? Naja. Egal, wie gesagt, kurzes Video dazu. Man weiß ja bei dem einen oder anderen YouTuber, dass da viele, viele Videos gelb sind, ja, nicht werbefreundlich und so. Konnte ich bis jetzt bei mir nicht so da feststellen, meistens nach der Überprüfung. Natürlich, wenn ich es hochgeladen habe, war es oft nicht werbefreundlich, aber nach der Prüfung meistens werbefreundlich, okay. Deswegen hat es mich nicht interessiert, solange das danach passt, ist in Ordnung. So. Aber das Ding ist, dieses Video wurde geprüft und ist einfach nicht werbefreundlich. Und ich denke mir so, Alter, das kann ja nicht wahr sein. Eine Begründung wäre schon nice gewesen. Aber egal, das auf jeden Fall zu diesem Thema. YouTuber sind nicht werbefreundlich. Naja, und lassen wir uns auf jeden Fall nicht aufhalten. Wie gesagt, weiter geht's. Immer nach vorne schauen. Und Digga, das war's dann eigentlich auch schon vom Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.